habe heute 13, habe ich gerade gesehen, 13 Dinge auf meiner To-Do-List stehen. Ich weiß auch nicht, wie das dazu gekommen ist auf einmal. Anni, was ist das Problem? Zatten, du bist da im Segensbringerbüro. Die Lampe ist kaputt. Die nackte Glühbirne da oben. Mehr gönne ich meiner Frau hier nicht. Ganz klar. Wie viel Kilo hält dein Tisch? Das weiß ich nicht, aber dich ganz bestimmt nicht. Ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch, die sind nicht dafür ausgelegt, dass man drauf fährt. Ich hätte mich da hochfahren können. Das ist doch der Witz, weißt du, ich hätte mich drauf und dann... Oh nein, ich muss das hier machen wie so ein Steinzeitmensch. Mit dem Stuhl. So, der weiß ich nicht, wie stabil der ist. Ja, aber der ist höher. Dreh mich. Oh nein. Dreh mich bitte zur Lampe. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Und mir. Oh. Das ist das Problem mit den hohen Altbaudecken. Eigentlich braucht man für alles eine Leiter. Oder ein Mann, der 2,20 groß ist. Juhu! Mein Job hier ist getan. Auf jeden Fall, ich gehe gerade rüber zur Kirche. Wir müssen noch ein bisschen Technik nachrüsten für Projekte, die dieses Jahr anstehen. Und da werde ich jetzt gleich mal rüberschauen und dann mal gucken, was wir da eigentlich noch genau brauchen. Dann machen wir eine Liste. Und dann wird geshoppt heute. Also, Kirche. Viele von euch kennen die Kirche schon. Also entweder ihr wohnt hier oder ihr habt die online gesehen oder. Also, das ist unsere kleine, feine Dorfkirche hier. 800 Jahre alt, aber innen drin schlummert einiges an Technik und da wollen wir noch ein bisschen was zumachen. Aktuell haben wir hier oben eine Kamera. Weißt du, wir gehen mal hoch, dann ist es besser. Hier flattert übrigens noch das Internetkabel, das muss noch mal ein bisschen besser verschwinden. Bin ich noch nicht zugekommen. Und habe auch nicht so eine große Bohrmaschine. Oh, Junge! Das Pfund gegen den Balken gerannt. Alter! Oh, das ist voll. Ich weiß es halt, ne? Ich bin zu groß für diese Kirche. Oh. Also hier hängt eine Kamera. Das ist eine, was ist das? Sony Alpha 6400, glaube ich. Und geht dann über HDMI hier an der Seite raus. Ne? Die ganzen Kabel, die gehen hier lang. Das muss ich auch nochmal schöner machen. Verschwinden hier. Ich habe die über die Orgel verlegt. Ich bin ein Banause. Ich mache sowas. Und dann tauchen die hier wieder auf. Und hier oben in der Ecke... auch schon mal im anderen Video vielleicht gesehen, das ist eigentlich ein Streaming-Setup. Ein Atem Mini Pro, wo die Kameras direkt reingehen. Wir haben 4 Plätze für Kameras. Noch ein paar Audioeingänge extra. Und hier auf dem Monitor kannst du dann sehen, was das Ding macht. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Bild. Die Kamera jetzt ist so eine totale. Hast du vielleicht Weihnachten gesehen? Weihnachten ist das Geschenk, das wir wollen. Jesus ist das Geschenk, das wir brauchen. Und ich hätte gerne noch eine, die dichter dran ist. Und dann... noch ein Mikro in den Zuschauerraum für den Gesang. Wenn die Leute singen, die zu hören, das wäre ja nun nicht verkehrt. 2 wichtige Dinge, dafür ist das alles nämlich. Das erste, die Kirche ist relativ klein und wenn nicht gerade Corona ist, kannst du die voll belegt... Ich habe immer noch voll Kopfschmerzen. Wenn die nicht voll belegt ist, also wenn die bei Corona, wenn die voll... Andersrum. Merkst du? Merkst du, was mit meinem Kopf los ist? Also, wenn nicht gerade Corona ist und man die voll belegen darf, gehen hier 120, 130 Leute rein. Was bei einigen Dingen zu wenig ist am Ende des Tages. Das heißt, wir wollen sowieso von hier übertragen ins Gemeindehaus. Und wir wollen ab Ende Januar unseren Mehrgottesdienst, den wir immer hier feiern, einmal im Monat, Sonntagabends, den wollen wir streamen. Richtig wie so eine kleine Oase für die Leute zum Auftanken, zum Aufladen. Das heißt, 2. Kamera. Minimum. Aber wohin damit und wie viel Kabel brauchen wir? Wie viel Kabel kriegen wir? Wie viel Kabel kann man überhaupt verlegen? Aber was? Es gibt ein HDMI-Kabel mit 50 Metern. Funktioniert das noch? Also fällt das Signal nicht irgendwann ab, wenn das zu lang ist, wenn das da durch muss? Also, es gibt ein 50 Meter Kabel für 100 Euro. Das ist schon fast zu einfach. Wo ist die Herausforderung? Ich darf jetzt nicht sagen, wo ist die Herausforderung, weil die kommt. Gemeinderaum. Hier steht auch ein bisschen Weihnachten, weil Weihnachten haben wir hier drin auch übertragen für Leute, wenn es drüben zu voll wurde. Und mein Plan ist eigentlich, warum den Stress machen? Weil du brauchst immer jemanden, der den Beamer hinmacht,
Weil wir haben nur einen und den brauchen wir auch drüben zwischendurch mal wieder. Das heißt, wir müssten einen zweiten Beamer eh kaufen. Da habe ich gedacht, warum einen zweiten Beamer kaufen? Warum nicht einen riesen Fernseher kaufen? Einfach hier einen riesen Fernseher an die Wand. Den können Leute auch viel leichter bedienen. Weißt du, laut und leise kennen die Leute von zu Hause. Du kannst hier rüber streamen einfach, wenn zum Beispiel bei der Kinderkirche hier Sachen sind. Können Mütter hier drüben sein oder Väter. Und trotzdem was vom Gottesdienst mitbekommen. Oder wir haben riesige Beerdigungen, wo die Kirche, selbst wenn nicht Corona ist, komplett bis unter das Dach voll ist. Können die Leute hier gemütlich sitzen bei der Beerdigung, gucken mit, wissen, wenn es durch ist und können dann raus und einfach den kurzen Weg zum Friedhof und die Beisetzung mitmachen. Oder. Es macht so viel einfacher, wenn wir hier einen riesen Fernseher hätten. Los. Fernseher groß. Riesig. Also ich habe jetzt erstmal hier eingepackt, ne? Klemmen brauchst du immer. Ein Micro-HDMI auf Normal-HDMI. Ein Käfig für die Kamera. Das ist eine Wandhalterung für den Fernseher. Das ist der Fernseher, den wir ins Gemeindehaus hängen können. 65 Zoll. Das ist die Kamera, die ist gerade nicht auf Lager. Natürlich haben sie Weihnachten alle weggekauft. Und hier dieses ominöse 50 Meter HDMI-Kabel, da bin ich wirklich gespannt. Es ist fast ein bisschen günstiger, als ich dachte. Ich hätte mit mehr Geld gerechnet. Das ist alles machbar. Und es ist halt eine Investition, das ist das Schöne. Und das ist sowas, was ich letztes Jahr mehr noch gemerkt habe, dass dieses ganze Digitale eine Investition ist. Also finanziell tatsächlich, aber auch für die Gemeinde. Lass mal weiter drüber nachdenken, pass mal auf. Ich denke tatsächlich, dass wir, wenn wir das Digitale vernachlässigen, bei allem, was auch vor Ort wieder geht, ja, aber wenn wir als Kirche das Digitale vernachlässigen, dass wir da einen Fehler machen, der nicht zu entschuldigen ist tatsächlich. Wenn ich mir die Zahlen angucke, ich weiß, es geht nicht immer nur nach Zahlen, so, ne? Aber am Ende müssen wir auch mal realistisch überlegen, wenn ich mir die Zahlen angucke, wie viele Menschen ich online erreiche, das hat mal ein Bekannter von mir durchgerechnet. Wie gesagt, wenn du jeden Sonntag volle Kirche oder jeden Sonntag 50 Leute, glaube ich, jeden Sonntag 50 Leute in der Kirche, 50 Sonntage im Jahr predigst, brauchst du über 300 Jahre, um so viele Menschen zu erreichen, wie du, und das ist schon ein bisschen her, wie du an Klicks hast auf deinem Kanal. Kannst natürlich nicht eins zu eins vergleichen, aber es sind Berührungspunkte. Es sind Berührungspunkte, wo ich die Möglichkeit habe, Menschen mit dem Evangelium zu begegnen. Und das, wenn das wirklich jetzt, wie wir heute gesehen haben, tatsächlich so einfach ist, noch weiter auszubauen, musst du mich nicht zweimal fragen. Natürlich wird das gemacht. So. Das Schöne ist ja, du bist mit dabei. Wir sehen in den nächsten Wochen noch mehr davon. Was wir da basteln, wie wir das dann auch bedienen und wie das so vonstatten geht und wie man tatsächlich als so eine einfache Landgemeinde, wir sind ja wirklich jetzt, wir sind nichts Besonderes, wir sind eine ganz normale Gemeinde. Wir sind dadurch besonders, dass Jesus sagt, ihr seid meine Gemeinde. Und das ist es. Und dann gehen wir mit Kreativität und mit Ideen an die Sache ran. Also, es ist spät, ich gehe ins Bett. Das wollte ich aber noch erzählen, ne?